Rab. Liet. Los. Hä? Los? Was meinst du? Los, wohin los? Es gibt nur einen Ort für dich, Kumpel. Und der ist, wo Fena ist. Hey, sag was. Du gehst mit Fena, stimmt's, Jas? Ich kann Fena nicht schützen. Wenn ich Gaia nicht stoppen kann, macht es keinen Unterschied. Du bist der größte Idiot, den ich jemals gekannt habe. Ich kann nicht mit ansehen, wie du aufgibst. Ich gehe mit Fena, Jas. Du bist ein Feigling. Ich habe keinen Respekt mehr vor dir. Und wir sind auch keine Freunde mehr. Geh mir aus dem Weg. Justin, willst du wirklich, dass alles so bleibt? Wolltest du nicht eine vielversprechende Zukunft schaffen? Ich verstehe. Es gibt keinen Grund, noch Zeit mit dir zu verbringen. Ich werde nach Alent zurückkehren. Selbst wenn man auf die Ewigkeit wartet, muss ich sagen, dass die Zeit mit dir verschenkte Zeit war. Boah, wie gemein. Ich meine, er gibt sich auch gerade wirklich wie ein Arschloch. Sorry, kann man nicht anders sagen. Es gibt nur wirklich einen Ort, wo man hingehen kann. Und das ist ihr hinterher. Jetzt bekommt er volle Breitseite. Ja, aber volle Bude, ey. Und das Ärgerliche ist, haben jetzt alles ausgerüstet und die sind jetzt einfach weg. Sind einfach weg. Tschüss. Boah. Schon ein bisschen sackern gerade. Es regnet. Zu Recht. Es regnet, weil der Himmel weint. Alle sind weg, oder? Alle fahren sie weg, ja. Die schon wieder, drei Damen vom Grill? Wenn das nicht Justin ist, dich braucht wohl momentan keiner. Nicht, dass Malen oder irgendwer uns mal gebraucht hätte. Malen befahl uns, alle Soldaten zu eskortieren, die ihre Häuser beim letzten Mal nicht angreifen wollten. Wir wollen auch angreifen, aber Herr Malen sagt, ich lasse den Rest der Soldaten in eurer Obhut. Wir hatten Differenzen, aber die Armee löst sich nun auf. Wir werden uns nicht wiedersehen. Lauf davon, solange du kannst, Justin. Uns bleibt keine Zeit. Du bist jetzt ein Überlebender. Wirf dein Leben nicht weg. In Ordnung, Abmarsch! Wir kehren nach Messina zurück. Ja, dich braucht keiner. Das ist echt übel. Alle sind weg. Was ist mit mir? Wo gehe ich hin? Du gehst zu Fena, verfickt nochmal! Das kann doch nicht so schwer sein, du... Du hast doch nicht mal alle Tassen im Schrank, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, was ein Klappspaten dieser Junge ist, ne? Wo kann ich denn jetzt hin? Ich kann nur in die Savanne. Ich will nicht in die Savanne. Ich will nicht in die Savanne, verdammt nochmal. Hier muss doch noch irgendjemand sein. Oder? Die Zelte sind auch weg. Muss ich jetzt in die Savanne? Ich will nicht in die Savanne, da muss ich wieder ewig kämpfen. Ich will da nie hin. Du schaffst das? Ja. Ich guck mich jetzt gerade hier nochmal um, ob hier noch irgendjemand steht. Aber ich glaub's nicht. Hier ist niemand mehr. Schaka? Schaka. Ja gut, hier liegt nochmal Geld. Jemand hier? Nein. Ja gut, okay. Wir müssen wohl oder übel in die Savanne. Klingt gerade so wie Justin. Ja, Entschuldigung. War das hier raus? Das Ding ist, ich war ja schon mal in dieser blöden Savanne drinne gewesen. Ja, voll hoffnungslos. Ich weiß, aber ich will da einfach nicht hin. Man muss mich wieder durchkämpfen. Hoffe ich mal nicht. Oder so. Oder? Au. Da war's glatt. Ich wollte so gerne ein Abenteurer werden. Was mache ich hier an diesem gottverlassenen Ort? Wer bist du denn? Ah, der Rabe. Na du? Bist du auch so allein? Du bist wie ich.
Justin, super, Justin, super, super. Ich dachte, er hat gerade die Mütze geklaut. Wie konnte ich jemals glauben, dass ich die Welt retten könnte? Eine neue Zukunft schaffen? Die Geschichte neu schreiben? Was habe ich mir eingebildet? Es gibt keine neue Zukunft. Ich bin nutzlos. Ich kann überhaupt nichts. Das Ende der Welt überqueren? Den Weg nach Alend finden? Das alles bedeutet nichts. Ich kann nicht mal das Mädchen beschützen, das ich liebe. Oh, er gesteht sich's endlich ein. Er hat sich's endlich eingestanden. Lin, es tut mir leid. Ich konnte den neuen Weg nicht finden, von dem du sprachst, Lin. Doch, du konntest ihn finden. Du bist nur zu blind, es zu sehen, du blöder Hammel. Geister? Ruft ihr etwa mich? Hey, das ist der Weg zu Silbaton. Silbaton? Burp. Genau, Guido. Vielleicht sagt mir Guido, was ich tun soll. Och, du kannst doch nicht so dusselig sein, Junge. Hinterher hinter der Frau, die du liebst. Und helfen. Und nicht alleine. Zusammen. Dussel. So, wir sind in dieser Silpadon angekommen. Jetzt muss ich zu Guido. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn jetzt... Ach, hier oben wieder lang. Wir haben noch nicht aufgeräumt. Mann, ey. Prassliges Hortkind? Ja, auf jeden Fall ein prassliges Hortkind. Der Typ, ne? Hier stehen so viele. Ah, ich quatsch jetzt nicht mit denen. Da ist doch Guido. Guido, das Geld, das du in die anderen, das du und die anderen Mogai uns gegeben habt, hat uns sehr geholfen. Ich schäme mich für das, was ich früher über euch gesagt habe. Ich verstand damals nicht, worauf ihr euch vorbereitet. Geld hat man für Zeiten wie diese. Vergiss es, komm, arbeiten wir weiter. Oh ja. Deswegen habt ihr euch so verhalten, Guido. Ihr Mogai wusstet die ganze Zeit, dass das mal gebraucht würde? Stark. Wow. Das sehe mir so gar nicht ähnlich. Ich denke nie voraus. Ach, irgendwie wüsste ich auch gerne, was ich tun soll. So wie ihr alle. Ich will auch was zu was Nütze sein. Oh, ich weiß, Guido. Ich kann dir helfen. In Ordnung? Lass dir helfen, Guido. Das ist nicht gut, Justin. Ich denke, du bist nicht geschaffen für diese Sorte von Arbeit. Ach, Humbug, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich so nutzlos bin, dass sogar du auf meine Hilfe verzichtest. Was? Verzichten? Du verstehst nicht, wie Mogai denken, Justin. Mogai nick versiegten. Was? Verzichten auf nix. Oh Gott. Weißt du warum? Weil auch wenn das wertlos aussieht, ist Geist darin. So, die Menschen können es brauchen, irgendwie. Wir Mogai können alles brauchen. Aber Guido, bitte, lass mich doch ein bisschen helfen, ja? Ich kann doch sonst auch nichts machen. Justin, du hast immer noch nicht gehört auf mich. Jeder hat seine eigene Rolle. Aber ich hab's verbockt, zu nichts nutze. Was kann ich tun? Gar nichts. So denkst du, Justin? Justin, schau doch da! Die Geister? Was, warum sind die hier? Damals in den Zeiten der Mythen, Menschen und Geister, sie lebten zusammen, bis Gaia hat gebrochen die Erzen der Menschen. Und niemand versuchte, sie Erzen zusammenzufügen. Niemand konnte das. Außer Justin. Du bist so weit gekommen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich? Wie meinst du das? Ich hätte es geschafft. Das war nie ich. Fena hat Silpadon gerettet. Lin hat Gaia aufgehalten. Und die letzte Schlacht wird Mallen schlagen. Nicht ich. Ich tauge zu nichts. Justin, vielleicht willst du dein Elde... Was? Vielleicht willst du eine Elde sein. Aber sag, was kann ein Mensch alleine ausrichten? Ein Mensch? Alleine nichts. Und ich? Ich bin allein. Deshalb... So, du denkst, du bist alleine? Justin, hast du immer noch nicht begriffen? Justin! So? Oh! Well, what are you doing here? And everyone else, too. We're here! Oh! Everybody! Why? Justin, your hard work here will prove you're a real man. Women dream of being saved by the man they love.
Of course, that goes for Fina, too. That's right, Justin. It's not like you to get so down like this, Justin. Besides, aren't you breaking your promise? You said you would explore the world with Fina together forever. But Fina must face her fate as an Icarian. There's no way of escaping that. Liete? That's why you must create a new path. You are the only one who can break open doors shut tight against all reason. Well, the point is, Just, that both me and you, we ain't cut out for thinking too hard. Exactly. Rather than thinking too hard, let's just do it, okay? It'll work out somehow. I just know it. Rah. Liete. I, Gadwin, certainly see your greatness as a warrior. And as a man. You have good friends, Justin. Everyone. Everyone. Look, and you can see that you are not alone. This is your true power. Aww. Und es ist mehr als diese Leute. Du hast die Welt zusammengebracht. Du hast die Saat gelegt. Alles, das ist deine Stärke. Also nütze deine Stärke, um die Welt zu retten. Das ist deine Aufgabe, nicht? Ja, na los, hör mit den Miesepetern auf. Willst du den Fehler nicht retten? Stimmt. Und du hast versprochen, den Steinwald zu rächen, oder? Die Fesseln des Schicksals zerreißen. Ich glaube, ich werde die Farbe meiner Tafel selbst bestimmen können. Stimmt. Ich habe noch Kräfte übrig. Alles, was ich tun musste, war, mit allen zusammenzuarbeiten. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Weil du doof bist! Ich bin nicht allein. Ihr seid alle bei mir. Ihr Geister. Ich komme. Dusseliges. Kind, ey. Manchmal. Wow. Wo kommt denn das jetzt her? Hä? Was ist das? Das Geistertor. Das ist dasselbe wie das Portal, das sich dem geöffnet hat, der die Wahrheit verkörpert am Anfang der Angelou-Zivilisation. Ich hatte gedacht, der Geweihte erscheint nur einmal, am Anbeginn der Welt. Aber nun steht die Geburt eines neuen Geweihten bevor. Ach du Scheiße! Er ist der Geweihte? Wow. Was? Die Geister haben dich für würdig befunden, in das Heiligtum einzugehen. Um eine neue Welt zu schaffen. Die arme Welt, was? Die Geister? Mich? Du bist auserwählt worden, den neuen Geisterstein zu besitzen. Gehen wir, Justin, ins Heiligtum der Geister. Zeige dich dem Willen der Geister gewachsen. Wenn du so groß wirst, wie sie es befehlen, werden sie dir mit Sicherheit ihre Kräfte verleihen. Ja, das will ich. Ich will es. Gehen wir ins Heiligtum. Oh, Su. Es hieß ja, ich würde zu einer Dame herangewachsen sein, bis ich dich wiedersehe. Aber naja. Aber weißt du was, Justin? Du siehst entscheidend klüger aus als bei unserem letzten Aufeinandergehen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Meinst du echt? Ich merke ja nichts. Ja, ja, eindeutig. Ja, entschieden klüger. Vielleicht liegt's an deinem Gesicht. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls brauchst du mich nicht, oder? Also hör mit den Trödeln auf und geh Fina retten. Wird bald. Ja, sag doch selber, ich bin nicht klüger geworden. Das ist ein Übel. Oh, herrlich. Was ist nur los mit diesen Männern? Schätzchen wird traurig, einfach so. Aber es ist irgendwie süß. Justin Bub, hör zu. Ihr müsst hart genug sein, um dieses Mädel vor sich selbst zu schützen. Fina wartet auf euch. Das Mädel strengt sich zu sehr an. Von sich aus sagt sie wahrscheinlich nichts, aber sie will, dass ihr sie einfach packt. Und was ich so gesehen habe, Justin Bub, kannst du ihr diesen Gefallen tun?
Ihr schafft das. Ihr habt wieder diesen Funk. Ihr habt wieder dieses Funkeln in den Augen. Okay. Ich wusste schon immer, dass du ein guter Kämpfer bist. Aber du bist besser, als ich dachte. En garde, Monsieur. Würde ich da normalerweise sagen, aber dich erwartet eine andere Aufgabe. Edwin? Geh, rette Fena und kehre wohlbehalten zurück. Auf dass ich dich dann herausfordern mag. Auf jeden Fall. Geh, Justin. Ein dir ebenbürtiger hat sich noch nicht gefunden. Beweise einmal mehr deine Männlichkeit. Okay. Auch wie sie hier alle stehen und starren und gucken und einfach nur darauf warten, dass wir hier durchgehen. Oh, und dann auch noch mit dieser Musik die ganze Zeit, ne? Ey, oh, es ist so unfassbar gut. Oh.